Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft, zur letzten Folge, wo wir heute nur noch ein bisschen erforschen, was es genau alles gibt. Und heute bin ich für eine kurze Nachtuntersuchung, weil ich mir vorstellen kann, dass in der Nacht ganz andere Monster unterwegs sind wie tagsüber. Ich nehme natürlich den Standard-Zombies, die auftauchen, die wir halt eh schon kennen. Die halt ordentlich stärker sind als normale. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt haben wir jetzt auch direkt ein Problem mit mir gehabt. What? Hä? Also ganz habe ich jetzt nicht gecheckt, was hier gerade abgegangen ist. Gibt es in der Nähe spannende Orte, die wir nicht entdeckt haben? Genau, der Krater, der entstanden ist. Was sind das eigentlich für Viecher? Habe ich mich umsonst um die gefürchtet? Ich weiß es nicht. Ah, Kraken. Im Ernst? Standard? Ich sortiere sie mal in die Phase, ich habe mich umsonst gefürchtet ein. Weil wie es ausschaut, haben die wirklich wenig Leben. Haben die gebracht? Oder was hätten die gebracht? Rock Kraken Meat, a rabbit-like meat, it seems to be still moving slightly, probably not safe to eat. Normales Skelett. Ein Rare Totally Zen Creeper, Zenasa. Hm. What? What hat der denn gedroppt? Ein Bronze Battle Axe. Okay, bräuchte Attacke 4 bloß. Hat 10,1. Bitte was? Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Wir nehmen mal so ein normales Schweinchen. Fast instant tot. Schwert hier müsste es dann eigentlich auf einen Schlag kämpfen. Ja. Aber schneller, ne? Das macht natürlich auf länger Schlägfall mehr aus. Das ist cool. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so coole Waffen sogar rausbekommen hätten, weil das ist ja fast so gleich gut wie das Dragonbone Greatsword. Eine Bronze Battle Axe. What? Aber okay, wir hätten sie auch nie so schnell besiegt, den Creepers zum Beispiel. Was natürlich einen Unterschied macht. So. Hier haben wir eine Hütte. Ist das das, was ich denke? Hypohontas, sind es die nicht, die aus dem... aus Harry Potter, die Viecher? Bleib mal da. Bin nicht so schnell. Hallo. Komm her! Was lässt es droppen, so ein Hypochondas? Leder und Federn, okay, also auch nichts Besonderes jetzt unbedingt. Ein kleines Dorf aus Zelten. Richtig cool designt auf jeden Fall. Wo viele tolle Sachen drin sind. Bandages, Pflaster. Nice, hier wäre eine freie Stelle gewesen. Und hier wäre dir so eine zerstörte Festung. Natürlich wieder mit einem Drachen. Ah, ich habe gerade unangenehm 10 Nagel bis am Bogen. Da ist noch einer, der am Boden rumkrabbelt. Nice. Festungen sind aber in anderen Spielen ergiebiger, habe ich das Gefühl. Ein Eisbiom. Ich bin außerdem am überlegen, ein Minecraft-Multiplayer-Projekt zu machen, weil es natürlich mehr Motivation und alles bietet und längerwierig wäre und sowas.
Ah, da müsste ich erstmal schauen, was für ein Projekt und genau wie ich das durchziehen wollen würde. Ob man sagt, es gibt mehrere Parteien, die gegeneinander kämpfen oder sowas. Aber ihr könnt ja sonst mal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Bin ich aktuell am E-Mail, am eigenen E-Mail-System beim Entwickeln plus Webseite. Ich habe eine eigene Cloud mittlerweile. Also bei mir ist relativ viel im Hintergrund passiert. Was natürlich auch zum Stress führt, wenn man seinen eigenen Server verwalten muss. Aber ja, das ist halt, wenn man unabhängig sein will von all dem Zeug und es selber sagt, man macht's, ist das nun mal so, ne? Hier schießen relativ viele interessante Viecher rum. Schauen wir, was wir noch finden können in den Tiefen des Waldes. Ich habe nicht überlegt, ob man nicht zum Beispiel Terra Firma Craft als größeres Projekt macht mit mehreren Leuten. Wo sich dann jeder auf irgendwas spezialisiert, der eine auf eine Zucht, auf eine Farm oder sowas. Und halt so draus ein spezielles Let's Play wird, ne? Okay, da hätte ich jetzt gedacht, das ist ja vielleicht wie so eine Wüstenpyramide. Was ist denn das? Also muss ich schon sagen, es gibt viele interessante Sachen. Aber wie halt gesagt, ich finde es mittlerweile einfach nicht ausreichend für ein Let's Play dieser Art. Weil einfach der Aufwand, bis du dieses Leveln hast, extrem ist. Was ist der Sinn dahinter? Also mal ganz ehrlich, es schaut schick aus natürlich und ist laut, aber ansonsten Dose Hose. Ein verlassenes Waldhaus. Guten Tag. Steuerbehörde. Zum Start wäre das natürlich auch nett gewesen. Was ich nicht auch überlegt habe, bei Terra Firma Craft könnte man wirklich vielleicht so Roleplay-mäßig machen mit Ingame-Chat und alles. Muss ich auch noch schauen, welche Possibilities ich da habe. Weil je nachdem müsste ich dann mein eigenes Modpack ja zusammenstellen. Weil wenn, dann wären es mit besseren Sounds und allem drum und dran ein richtig cooles Projekt. Was auch nicht so oft kommen würde. Das würde aber auch heißen, dass ich mehr in die Arbeit des Projektes selber investieren würde. Aber ja. Wenn da was kommt, kommt eh eine größere Sache, eine Info auf der Website, die gerade entsteht. Und dementsprechend mehr. Was ist denn das? Weil halt, wenn man wirklich sagt, man macht größeres Projekt mit mehreren Leuten. Das schaut aus wie eine Hobbit-Höhle. Wait a moment. Soll das eine Hobbit-Höhle sein? Was ist mit sehr alten Freunden? Gandalf! Die typischste, die beste Szene, an die ich mich an Hobbit erinnern kann. Und jetzt leckt auch gerade das Spiel. Leck um mir. Ah, schaut echt so aus. So müsste man wirklich seine Hütte mal bauen. Also vor allem auch, weil ich glaube, Terra Firma Craft, du kannst ja wirklich viel machen. Und wäre ein bestimmt interessanter Mod, so eine Zivilisation sich selber entwickeln zu sehen und anfangen nur mit den simpelsten Sachen zu leben. Wenn man wirklich so Drehtage auch festlegt, when water took. Seven mountains on a fire of sacrifice and rivers on mountain. As the stones unduly softly. Okay. Das ist weird. 40 beaches. Ich glaube, der hat zu viel Drogen am Ende genommen, mein Freund. Aber man sieht auch hier, hat der Drache gewütet und der macht natürlich solche Sachen, die mega geil werden. Bisschen kaputt. Und wenn man von unserem Herrn Drachen spricht, warte mal, lassen wir mal kurz hier doch. Da ist irgendwas wieder verpackt im Weg. Ey, kurz Zeit denn. Entschuldigung. Weil diese, das ist halt so eine Sache, die mich ein bisschen ärgert. Ihr seht das. Ich hänge jetzt schon wieder und ich weiß nicht.
Okay, ich hab deswegen gehängt. Aber es leckt hier auch drin irgendwie. Wo ist er schon wieder? Wo wir gerade von der Hobbithöhle vernichten gesprochen haben. Man könnte natürlich auch den Herr der Ringe-Mod spielen, aber der ist halt nicht so schwer. TerraFirmaCraft ist ja dementsprechend spielt, dass Zusammenarbeiten auch einen Sinn ergibt. Also wie gesagt, wenn das neue Projekt ins Starten kommt oder ein neues Projekt für Multiplayer angekündigt wird, werdet ihr das hier auf dem Kanal als erstes erfahren, dann auf der Webseite, weil auf der Webseite ich dann höchstwahrscheinlich solche Formulare ausfüllen lasse oder sowas, halt, dass auch wenn man wirklich ein größeres Multiplayer-Projekt macht, alle dementsprechend verlinkt werden können und sich darum keiner kümmern will, also muss. Wir wollen, hoffe ich mal, dass ich die Bilder damit machen will, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Und sich dementsprechend jetzt erhöht, weil bei mir würde das dann wahrscheinlich alles hier auf dem hauseigenen Server laufen. Bedeutet, es gibt keine Laufzeiten von Servern, es gibt keine wirklichen Kosten neben Stromkosten vom Server, die sich aber aufwiegen, weil der Server für ziemlich viel bei mir zuständig ist. Ich habe da ein Unraid-System drauf laufen mit Dockern und weiß der Kuckuck was mit privaten Servern. Weil ich habe da eine Dual-Socket-Mainboard und alles drum dran. Das ist aber auch cool. Das schaut so aus wie bei uns jetzt vor Ort. Ich habe auch die ganze Zeit über alles andere gequasselt, wie eigentlich hier. Aber wie gesagt, wir schauen uns hier noch ein bisschen um, was RLCraft so zu bieten hat. Wenn es was zu bieten hat und es nicht ein Drache zerstört hat. Wie ich hier auch schon wieder vermute, weil hier ist schon wieder ein roter Drache, wie es ausschaut. Ein kleiner roter Drache, ein Fire Dragon mit zweimal Diamant und zweimal Eisenrüstung. Und diese Festung schaut nicht, obwohl ich glaube, die schaut auf, nee, die ist nicht nach Pertubis zerstört worden. Nope, eindeutig nicht. Warum wir die Sachen rumfliegen, das liegt halt wirklich, glaube ich, an den Drachen. Weil der muss halt das Spiel, der rendert alles ein und ich glaube, dann tut er die Zerstörung der Drachen auch noch berechnen oder so. Was halt natürlich beschissen ist. Sage ich ganz ehrlich. Da schon, fliegt jedes in Sachen rum. Was denn? Doch, da ist schon wieder dran. Und der macht auch schon wieder alles kaputt. Warum? Kann man nicht auch so friedliche Drachen einführen? Weißt schon, so der grüne Drache ist der Drache des Waldes. Und der lässt dich eigentlich in Ruhe, außer du machst irgendwas Bestimmtes. Keine Ahnung, aber nein, die Drachen müssen immer hierzu für Zerstörung sorgen. Außerdem habe ich überlegt, ein Kerbal Space Program Multiplayer-Projekt. Aber wie gesagt, ist alles in der Überlegung und aktuell ist halt viel Stress noch. Wo man natürlich dann auch sagen muss, dass Projekte, und da wird gerade der Haustür natürlich wieder gesaugt, dass man dementsprechend viel Zeit haben muss, die ich nicht immer habe. Was natürlich problematisch macht, wenn ich sagen muss, ich muss heute, kann ich statt aufnehmen auf einmal nicht, weil, keine Ahnung, Matura, also Abiturkurs und alles. Ja, natürlich dann wiederum Kacke. Hey, Moment mal, was? Stimmt, das wollte ich auch mit euch machen, wenn wir hier schon die Möglichkeit haben. Schauen wir nochmal zum Ende. Schnell. Fire and Flint. Damit mit dem hat er ja auch, wenn ich das hier gerade als erstes sehe. Schauen wir nochmal in den Nether, weil ich habe echt. Überlege ich mir, wie der Nether ausschaut hier. Waren wir ja noch nie. Okay, bis jetzt schaut noch alles recht normal aus. Ich erwarte, dass sich das ändert. Andere Monster. Monster mit grünem Feuer. Die. Was ist denn das? Ein Behemoth Level 2. Okay, du nimmst nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hätte.
was war da für du Rüben für eine grüne Krabbe? Ja, wo habt ihr die Krabbe hin versteckt? Hier war doch noch gerade eine Krabbe. Krabby Krabby. Krabby Krabby. Sind auf jeden Fall nicht so viele Änderungen, wie ich hätte irgendwie erwartet, dass da mehr passiert. Pinky. Leben hat nicht so viel hier erwartet. Also auch relativ wenig. Der hat mehr? Klein, aber oh, zählt in diesem Spiel echt viel. Aber der wird wahrscheinlich dasselbe haben wie der Große. Oh, Spinnen haben sie. Drittel. Spinnen sind natürlich immer Arschlöcher. Ich suche eher sowas wie die Standardmonster, ob es sowas gibt. Oder ob sie dafür noch was Ekligeres eingeführt haben. Aber sehen würde ich halt aktuell nichts. Hier ist auch wieder so ein Turm. Springt sich dieser Turm? Oh. Nicht wirklich was, außer dass du eigentlich nichts siehst. So wie ich zum Beispiel, weil ich bin echt... Boah, ist das eklig. Ist das jetzt überall? Okay, das ist ein ekliges Feature. Was bist du? Ein Archer, wie viel Leben? Okay, das Viecher hat Leben. Das würde ewig brauchen zum Niedermachen. Aber durch dieses rote Gedöns sehe ich jetzt halt fast nichts mehr. Hallo. Okay, das ist wenig Leben. Huh. Okay. Ja. Ja. Nicht so überwältigend, wie ich mir vorgestellt hätte. Ehrlich gesagt. Bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach irgendeinem riesigen Monster, aber ich sehe jetzt ja auch nichts mehr. Ah, Leute, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier mal hin für The Conclusion. Ich kann jetzt auch keine so schönen Bilder mehr gerade machen, wie vorhin. Bringt da vielleicht eine Milk was? Wie die gute alte Milch, vielleicht bringt die was. Scheint aber kein Effekt zu sein, wie es ausschaut. Ich sage es mal ganz simpel. Ganz simpel sage ich es jetzt. Arrowcraft ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Muss man aber wiederum sehr, 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 sehr viel Zeit wahrscheinlich rein investieren, um die ganzen Level zu kriegen. Du musst die Wege wissen, wie du es machst. Du musst halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren, die ich nicht habe, um, wie ich es eigentlich geplant habe, alle 3 Videos pro Woche zu bringen. Deswegen, wie gesagt, hören wir das jetzt auf. Es hat zu eine lange Phase, bis wir an den Punkt kommen würden, wo es wahrscheinlich richtig spannend wäre, wo wir viel killen, bis wir was Gescheites haben. Ist aber bei vielen Minecraft-Mods, die ein bisschen intensiver und tiefgehender sind, ja eh so. Also für jeden anschauen ist immer gut. Schaut es euch an, probiert's. Ist härter als das normale Minecraft. Auf jeden Fall in der Overworld. Underworld, Never, bin ich mir nicht ganz sicher. Mir fehlen bis jetzt irgendwelche Ersatzsachen für die Ghosts. Oder allgemein die Ghosts. Und wie gesagt, wenn ein Multiplayer-Minecraft-Projekt in die Pötte kommt oder ein anderes Multiplayer-Projekt, wo ich Leute für brauche, werde ich hier ein Video auf dem Kanal bringen, plus auf der Webseite, die gerade aktuell entsteht.
E-Mail-Adressen für den Kanal werde ich auch aktuell noch machen, aber das wird alles noch seine Zeit brauchen. Das kommt alles Schritt für Schritt. Wenn ihr Ideen hättet natürlich für ein Singleplayer-Projekt, Multiplayer-Projekt, schreibt es mal in die Kommentare. Die Woche kommt in den restlichen zwei Slots von RLCraft nichts. Einfach für mich zur Überlegung, was mache ich als nächstes und wie machen wir weiter. Oder vielleicht ist halt, ich brauche diesen Puffer einfach auch, damit ich schauen kann, wie weit ich bis dahin komme, überhaupt mit welcher Produktion. Wie gesagt, ich habe auch Auswahlverfahren aktuell, also alle am Laufen. Bei mir ist relativ viel Stress eigentlich. Und ich schaue halt trotzdem, dass ich euch die, wie angesagt, 3-6 Videos die Woche bringen kann. Die zwei sollten jetzt hoffentlich nicht die schlimmsten sein. Ihr kriegt ja trotzdem immer noch Kerber Space Program, wo ich finde, dass es persönlich viel spannender ist, wie es dieses RLCraft Projekt gewesen ist. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und wir sehen uns bei einem der nächsten Projekte wieder oder in den Kommentaren oder bei Kerbal Space Program. Also, bis dann. Ciao.